Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir probieren die Adept Challenge. Und ich glaube, diesmal wird es ein bisschen schwieriger. Denn, ihr seht schon, ich bin verletzt. Und das liegt unter anderem an... Was heißt unter anderem? Das liegt an einem Talent. Kein Gejammer. Ich bin die ganze Runde gebrochen. Kann mich nicht heilen. Schon wieder ein Todesbote? Was haben wir denn in letzter Zeit mit dem Todesboten? Oder was war... Oder? Nee, Pyramidenkopf. Also, ich kann mich die ganze Runde nicht hochheilen. Allerdings, wenn ich am Boden liege, kann ich rein theoretisch jederzeit wieder aufstehen. Das zweite Talent von ihm ist hart im Nehmen. Jedes Mal, wenn ich verletzt bin, was ich diese Runde ja ununterbrochen bin, habe ich einmal die Möglichkeit, eine Art Ausfallschritt zu machen und so vielleicht dem Schlag des Gegners zu entkommen. Bin danach aber erschöpft. Also das muss ich erst wieder regenerieren dann. Und das dritte Talent, wir werden ewig leben. Wenn ein Mate am Boden ist, heile ich ihn ultraschnell hoch. Quasi. Und alle Aktionen aus der Kategorie ich helfe meinen Mates, geben mir einen Zähler und das wiederum gibt mir dann Bonuspunkte bei allen möglichen Aktionen. Quasi. Deswegen nennen halt viele dieses Talent, wir werden ewig leben, auch wir werden ewig geiern. Aber in Kombination mit keinem Gejammer, wo ich halt selber stark anfällig bin, zu sterben, weiß ich nicht, ob ich mich so in die Bresche schmeißen werde. Weiß gar nicht, haben wir Ruin? Ich glaube übrigens, die anderen drei spielen zusammen. Die haben mir nämlich gerade in der Lobby Stress gemacht. Ich solle doch endlich ready drücken. Aber ich war noch dabei, mir kurz zu notieren, was wir werden ewig leben macht. Weil ich... Das Talent nehme ich nie mit. Deswegen musste ich nachgucken. Ist kein Totem. Leute, ihr müsst retten, bitte. Ich bin Rap, wenn ich das versuche. Also, diese Adept-Challenge wird wirklich schwer. Ich bin den Mates keine Hilfe. Das Einzige, was ich tun werde, sind Generatoren. Und sobald ich auch nur irgendwie den Killer höre, bin ich weg. Ja, tschüss. Vielleicht doch keine Dreier SWF. Es klang, als wäre Ruin immer noch dabei. Ich hab da noch eine Kiste. Ich habe nicht dran gedacht. Oh Gott, ich habe die Pfütze nicht gesehen. Aber er hat mich jetzt gesehen. Kacke. What?
Was für ein crazy Ding ist das denn? Geht auf Dwight. Ich glaube, der Jen hier hinten ist auch wieder komplett runter, oder? Ja. Verdammt. Vielleicht ist hier drin noch ein Totem in diesem... Mann, ich dachte, der hat mich vielleicht nicht gesehen. Er lässt mich logischerweise nicht liegen, weil ich kann aufstehen. Ich muss sagen, kein Gejammer ist so ein Talent. Das würde ich nur mitnehmen, wenn ich ein Ultra-Pro wäre bei DVD. Wenn ich die Killer stundenlang hinhalten kann und sie mich einfach nicht bekommen. So wird mir halt einfach ein Schlag geklaut, den ich halt nicht einstecken kann. Dwight ist tot am Haken. Die Luke spawnt übrigens an der Shack. Wir haben... Oh, Strike. Irgendjemand hat ein Offering gedroppt. Dass die Luke an der Shack spawnt. Vielleicht ist das unsere Rettung. Da ist ein Totem, aber das brennt nicht. Hier vorne jetzt an den Generator. Wir haben halt immer noch Ruine im Spiel. Ich hätte mal schauen gehen sollen, wo die Luke ist. War sie drin? Nicht Pech hab, hört er mich. Ja, er wird mich hören. Er wird mich hören. Er hört mich. Okay, that's it. Jetzt
müsste Barbecue gewesen sein, oder? Ich sag eigentlich jede Runde, der Killer hat Barbecue, aber ich glaube, er hat wirklich Barbecue. Ich hoffe, du hast Nein! Er hat nicht mal geliehene Zeit. Jetzt wird geslackt. Gut, der andere kann zur Luke kriechen. Gott, ey, ich bin da hängen geblieben. Ich wollte sagen, ich bin doch verletzt. Aber ich bin auch hängen geblieben. Mann. Ah, no. Schade. Adapt Challenge nicht geschafft. Ich glaube, ich werde an Davids Adapt Challenge am längsten sitzen. Glaube, das wird nicht so einfach. Weil ich halt nicht mal ein Medikit mitnehmen kann, was mich irgendwie rettet. Es war tatsächlich Barbecue, Ruin, Unsterblich und Nurse's Calling. Nurse's Calling hätte ich jetzt vielleicht nicht so erkannt, aber... Und ein kleines Mori. Killer wollte es wissen. Gut. Wir sehen uns wieder mit einer Folge DBD, wenn ihr möchtet, auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss.